Hallo und herzlich willkommen zu einer Art Let's Show heute. Und zwar wollte ich euch zeigen, was es hier für Fortschritte gibt momentan. Und heute gibt es keinen Wolf und Würfelig, denn ich habe momentan wieder Uni und momentan zumindest bin ich nach der Uni einfach zu müde, um zu bauen und gleichzeitig noch kommentieren zu können. Also entweder mache ich so Let's Shows, wo ich dann ein bisschen zeige, was ich gebaut habe, oder ich baue eben und Wolf und Würfelig. Ich nenne es jetzt einfach Wolf und Würfelig weiter, damit es so ein bisschen in diesem Schema bleibt. Aber ich möchte euch jetzt nicht das antun, was ich da aufgenommen habe. Denn ich habe es einmal versucht und es war nun wirklich nicht besonders, ansprechend. Ich war da extrem... Also ich habe es einfach nicht geschafft, irgendwie nicht gelangweilt zu klingen. Und ich war überhaupt nicht gelangweilt, aber ich war einfach extrem müde. Und ich habe es dann einfach nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen. Und es war auch der einzige Zeitpunkt, an dem ich das aufnehmen konnte. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Außerdem ist das heute die 100. Folge Wolf und Würfelig. Es ist unglaublich. Und eigentlich... Ich glaube, ich nenne es doch noch nicht die 100. Folge, denn in der 100. Folge bedanke ich mich nochmal bei den ganzen Leuten, die jetzt tatsächlich ziemlich viele dieser 100 Folgen irgendwie dabei waren. Und zeige euch jetzt einfach, was ich hier gebaut habe. Ich denke nämlich, das ist so ein bisschen zielführender. Ja, also, das hier ist dieser Turm, den ich jetzt als neuen Spawn-Turm im Prinzip vorgesehen habe. Und der ist noch etwas unvollendet. Zum einen möchte ich natürlich die ganzen Fenster noch bestücken mit schönen bunten Gläsern. Auch dieses runde Fenster dort unten. Und dieses komische Teil dort oben drauf ist jetzt eine vorläufige Spitze. Das Problem ist, ich habe mir das angeguckt und habe dann festgestellt, oh scheiße, dieser Turm ist gigantisch hoch. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Es sieht, finde ich, jetzt nicht übermäßig hoch aus, aber wenn ich jetzt da hochfliege, dann sind das bestimmt bereits 200 Blöcke oder so. Oder sagen wir mal 190 und ich möchte es ja noch wo draufstellen. Obwohl es sind jetzt sind es vielleicht 180, aber reicht ja auch. 177. Das heißt, mit der ursprünglichen Spitze, die ich vorhatte, ist das hier gar nicht möglich. Und dementsprechend habe ich jetzt erstmal sowas Rundes gebaut, damit ich da irgendwas habe. Und ja, das sieht noch ein bisschen komisch aus, weil es soll eigentlich... Es sieht jetzt so ein bisschen nach Meer aus, aber es soll nicht so krass in die Richtung gehen. Also so ein bisschen Atlantis-Feeling, dagegen habe ich nichts. Das war nicht beabsichtigt, aber jetzt habe ich so gebaut, jetzt ist es halt so. Ich wollte eigentlich nur die neuen Blöcke ausprobieren. Aber es sollte jetzt nicht ganz krass werden. Also da oben muss ich mir noch was überlegen, dass es so ein bisschen optisch, ein bisschen ansprechender wird. Und ich kann es euch auch mal von innen zeigen. Ansonsten die Motivik, die ich hier eingebaut habe. Also hier ist ein Kopf mit so zwei Armen. Die sind anatomisch nicht ganz korrekt eingebaut. Aber wenn man sich das im Mittelalter anschaut, dann hat man recht oft solche Statuen, die im Prinzip im Giebel drin sitzen und dort irgendwie quasi Fassadenelement sind. Und das habe ich jetzt hier mal so versucht, ein bisschen nachzuahmen. Und hier unten habe ich dann einfach, damit es irgendwie in sich schlüssig ist, sowas gebaut. Damit bin ich jetzt nicht so wirklich zufrieden, aber naja. Ich habe es jetzt einfach mal gelassen. Schadet jetzt auch nicht. Dieser Bogen da unten ist von De Kronos, der da sich probiert hat. Ansonsten habe ich hier noch dieses Muster gebaut, was vielleicht noch gespiegelt wird. Hier hat man so ein barockes Element und hier so, das hat mir ganz gut gefallen, dass man da sowas reinbaut. Hier unten, das da ist ein Motiv, das ich mir komplett selbst überlegt habe, also dass im Prinzip die hier so verschachtelt übereinander gehen und hatte ich ja dort eingebaut, aber ich denke, dort wird es nicht bleiben langfristig, da war das irgendwie nur vorübergehend und hier finde ich, passt es deutlich besser, das irgendwie finde ich ein ganz cooles Fundament. Was irgendwie schlicht ist und ja, ich finde, das ist einfach eine gute Basis für das Ganze. Und ansonsten hier so zwei sinnlose Fenster. Hier so eine Lampe, die so gehalten wird. Die ich auch noch nicht ganz optimal finde, aber jetzt erstmal so lassen würde, damit das hier nicht zu aufwendig wird.
Dann habe ich hier, das hier ist so ein bisschen vogelartig mit viel Fantasie. War so gedacht. Ja, also wenn man mit viel Fantasie kann man sich vielleicht vorstellen, hier das Auge, hier die Schwingen und hier so diese Federn hinten am Schwanz. Ja, genau, das wollte ich. Ich wollte irgendwie diesen Giebel interessanter gestalten. Hier einfach so eine Plattform, wo irgendein König runterspringen könnte. Und so eine Wellenform. Und dann eben dieses kleine Türmchen. Ja, die großen Fenster sind jetzt kein Kunststück. Falls ihr euch interessiert, weiß nicht. Ja, ist halt einfach ein Spitzbogen. Kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich kann da unten nochmal zeigen, irgendwann mal in einem Art Mini-Tutorial, wie man zum Beispiel solche Fenster baut, dass man da so eine, oben noch so eine Rosette drin hat und sich das immer so aufteilt in kleinere Fensterglieder. Und dann haben wir dort oben einfach noch diese Spitze, diese unvollkommene. Das hier ist noch ein bisschen ruppig und kantig, da muss ich mal gucken. Und hier habe ich einfach, ja, ich habe eine Sphäre gebaut. Ich bin nicht der Typ, der die irgendwie mit Word Edit macht. Ich baue die immer mit Hand, weil ich dann beeinflussen kann, welche Höhe, welche Breite und so weiter. Ich, keine Ahnung, ich baue die immer von Hand. Und ja, da habe ich hier einfach ein rundes und eine Raute als Fenster. Ja, und das ist noch, naja, es ist halt eine Spitze, damit erstmal das ganze Ding in sich fertig ist und dann muss ich mal schauen, was ich daraus mache. Das Ganze ist ja hier auch noch sehr experimentell. Insgesamt gefällt es mir aber trotzdem gut, solange ich irgendwie darauf achte, dass es nicht am Ende wie eine Rakete aussieht. Irgendwie, mal gucken. Ja, und dann hier, diese Statue ist nicht groß weitergekommen, aber ich kann trotzdem, wenn wir hier schon so eine Art Let's Show machen, die einfach mal kurz zeigen. Gesicht. Das ist so ein bisschen wie mein Gesicht. Ich bin auch blond. Ich habe keine gelben Augen, ich habe blaue Augen. Ich könnte natürlich versuchen, wie das ausschaut, wenn ich das hier so reinsetze und dahinter so einen Glowstone. Gucken. Na, komm, lass mich doch rein. Ach, Mist. So. Und jetzt baue ich hier wieder zu. Blub. Das geht natürlich auch, dann ist es noch mehr nach mir. Das liegt jetzt aber nicht an dem Narzissmus oder so, dass ich da jetzt das so gebaut habe, sondern irgendwie wollte ich da einfach blonde Haare haben und irgendwie ist es dann so ein bisschen so geworden. Ich glaube, ich baue aber trotzdem bitte den Glowstone hier vorne rein. Ja, der schwebende Sandblock-Stein steht dafür, weil Sandblock mein Lieblingsblock ist, mit so einer Art magischem Chakra, was weiß ich, was da drumrum wirbelt. Und ja, das Gewand, für die, die es nicht verfolgt haben, ist auch von Hand gebaut. Also das hier ist gewoxelt und dann ist das Gewand rüber gebaut im Prinzip, damit ich diesen Faltenwurf beeinflussen kann. Auch wenn ich das nicht genau weiß, wie so eine Falte richtig schön zu bauen ist, habe ich mich einfach mal dran versucht. Man kann sich ja dann auch bei weiteren Projekten so ein bisschen da irgendwie annähern. Ja, und sonst regnet's. Schon wieder scheiße. Toggle Downfall. Und so. Ja. Das wäre im Prinzip soweit mein Let's Show. Ich weiß nicht genau, wie viele Videos ich aufnehmen kann in der nächsten Zeit. Ich versuche einfach hin und wieder irgendwie was aufzunehmen. Es bringt euch ja im Prinzip nichts zu deabonnieren. Also ich denke, die Leute, die meinen Kanal eh verfolgen, die bleiben dem auch irgendwie treu. Ich mache im Hintergrund immer noch was, aber manchmal, dadurch, dass ich jetzt hier einen Mitbewohner habe und so weiter, da ich ja jetzt studiere, ist das einfach nicht möglich, so oft Videos aufzunehmen. Und dann gibt es nur kleine Zeitfenster, in denen ich Videos aufnehmen kann. Und wenn ich dann zu müde bin, dann klappt es einfach nicht. Ja, und ich stelle fest, heute wäre mein Hirn vielleicht auch in der Lage gewesen, Wolf und Würflik aufzunehmen, aber ja. Gut, ich dachte mir, jetzt mache ich einfach irgendwas, bevor ich jetzt wieder eine Woche verstreichen lasse. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie es mit diesem Gebäude weitergehen kann,
mal abgesehen, ihr heißt nicht Gnarigon, der sowieso immer diesen ganzen Kram reinschreibt, dann könnt ihr das natürlich schreiben. Ansonsten freut es mich immer noch, dass ihr die Videos mehr oder weniger schaut. Und ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Tschüss.